Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, da draußen an den Monitoren, an den Handy-Displays, all das, was Sie gerade benutzen, um einer neuen Folge All at Home aus dem Zeiss Großplanetarium zu lauschen. Ich begrüße Sie recht herzlich. Heute ist es Mittwoch, 18 Uhr, und dann startet natürlich unsere Serie wieder durch. Wir haben uns heute ein sehr, sehr spannendes Thema rausgesucht: unsichtbares Licht. Wir erleben die Welt ja alle mit unseren Augen. Wir möchten Ihnen aber einmal etwas näher präsentieren, wie wir die Welt auch mit anderen Wellenlängen, mit anderen Strahlungsformen eben erleben können. Das Universum untersuchen wir damit. Und darum soll es heute gehen. Natürlich auch hier wieder der Hinweis: Sie dürfen uns da draußen in den unterschiedlichen Chats bei YouTube, bei Facebook auch Fragen stellen. Die reichen mir dann meine Kollegen digital rein, denn in der heutigen Zeit ist natürlich der Planetariumssaal hier auch wieder leer. Wir sind wirklich ein ganz kleines Team und wollen Ihnen eben diese Inhalte präsentieren. Ich werde mich jetzt hinter mein Steuerpult da hinten begeben, damit wir Sie mit auf die Reise nehmen können, damit ich Ihnen auch mal zeigen kann, was es mit dem unsichtbaren Licht auf sich hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Unsichtbares Licht, wir haben extra das unnatürlich in Klammern gesetzt, denn wir Menschen erleben die Welt ganz anders. Mit unseren Augen erleben wir die Welt ringsherum. Das Licht, was von den Objekten um uns herum reflektiert wird, fällt in unser Auge auf den Sehnerv und unser Gehirn interpretiert das. Wir sprechen hierbei von sichtbarem Licht. Deswegen beginnen wir natürlich mit einem wundervollen Blick auf unsere Erde. Dieses sichtbare Licht, das ist für uns Menschen ganz wichtig. Vor einigen Wochen hatten wir hier im Expertengespräch mal darüber gesprochen, wie viel Licht wir Menschen eigentlich produzieren. Und das kann man hier sehr deutlich auf unserem Planeten, auf unserem Heimatplaneten sehen. Die großen Städte sind hell erleuchtet. Wir finden hier Länder, die Laternen auf ihre Autobahnen gebaut haben und dadurch ein ganzes Land zum Leuchten bringen. Oder auch der wundervoll italienische Stiefel, der in der Nacht natürlich auf unserem Globus so wundervoll zu sehen ist, weil eben viele Menschen an der Küste leben. Aber sichtbares Licht kommt natürlich auch von unserem Zentralstern, unserer Sonne. Und das brauchen wir ganz doll, denn nur dadurch können wir hier auf der Erde gut leben. Der Tag-Nacht-Wechsel ist für uns Menschen, für alle Lebewesen auf diesem Planeten natürlich so sehr wichtig. Das erleben wir jeden Tag. Das kennen wir auch schon über sehr, sehr lange Zeit. Das wird immer wieder in Geschichten beschrieben, dass natürlich der Kampf hell gegen dunkel stattfindet. Die Dunkelheit in dem Falle eben eher als negativen Part, das Licht, die Helligkeit denn eher als positives dargestellt. Auch wenn wir, ich und meine Astronomiekollegen, die Dunkelheit lieben, um die Sterne zu schauen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Dieses Licht beschäftigt uns Astronomen schon sehr, sehr lang. Denn wenn Sie ein bisschen an der Erde vorbeischauen, dann fällt dort das Licht der weit entfernten Sterne in Ihre Augen, auf Ihre Monitore gerade. Und das ist so einer der spannendsten Gedanken aus der Astronomie, dass wir das Weltall ja tatsächlich nur untersuchen können, indem wir hinschauen, indem wir unseren Blick in die Fernen des Universums richten, denn mehr steht uns nicht zur Verfügung. Wir werden Ihnen in der nächsten Woche am Mittwoch mit Raumsonden auch einmal verdeutlichen, wie lange es denn dauert, durch den Raum zu reisen. Aber wir wissen jetzt schon, dass wir mit heutigen Technologien gar nicht bis zum nächsten Stern kommen. Der ist ja nur 4 Lichtjahre von uns entfernt. Da kommt der Begriff Licht natürlich auch gleich wieder rein. 4 Lichtjahre sind ungefähr 38 Billionen Kilometer. Das erreichen wir natürlich mit unseren Raumsonden heute bei weitem noch nicht. Viele tausend Jahre bräuchten wir dahin. Aber das Licht, was auf die Erde fällt, egal ob nun von unserem Stern oder von anderen Sternen, das hat so einige Eigenschaften, die es uns hilft, das Universum besser zu untersuchen. Und eine Sache möchte ich Ihnen jetzt präsentieren, die Sie alle kennen. Eine der größten Erkenntnisse in der Astronomie, eine der Erkenntnisse, die uns geholfen hat, das gesamte Universum einfach besser zu verstehen, nämlich der Regenbogen. Das Sonnenlicht bricht sich hier in Regentropfen und wird dabei aufgespalten.
Und dieses Aufspalten ist eben was ganz Wichtiges. Sie können also eine der größten astronomischen Erkenntnisse bei einem wundervollen Sommergewitter, wenn die Sonne noch scheint, am Himmel entdecken. Das führte natürlich dazu, zu hinterfragen, was ist denn eigentlich die Eigenschaft von Licht? Was passiert denn dort tatsächlich an dieser Stelle? Es ist ja immer noch Sonnenlicht, aber eben aufgespalten in die einzelnen Farben. Und da man nicht immer jetzt einen Regenguss zur Verfügung hat, müssen sich die Wissenschaftler auch was anderes einfallen lassen, um dieses Licht eben aufzuspalten. Da heraus sind Instrumente entstanden, die es eben uns ermöglichen, das Licht aufzuspalten. Das sieht man hier. Führe ich also einen Lichtstrahl durch ein Prisma, einen dreieckigen Körper, dann wird das Licht in seine Bestandteile aufgebrochen durch die Schrägen in diesem Prisma und es entsteht ein Spektrum. Deswegen nennen sich diese Geräte auch Spektrographen. Die kann man also dazu benutzen, um Licht im Endeffekt aufzuspalten. Also eine der Erkenntnisse war schon mal, Licht ist eben nicht immer weiß oder wie von unserer Sonne gelblich, sondern da steckt noch viel, viel mehr drin. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man natürlich damit auch seine Umgebung noch mal anders untersuchen. Denn in diesen Informationen des Aufspaltens von Licht stecken ganz viele Informationen. Wir haben gelernt, dass Licht aufspaltbar ist, in seine Wellenlängen eben unterteilt werden kann. Das sichtbare Licht, das Spektrum des sichtbaren Lichts sehen wir hier. Und nach kamen natürlich die Erkenntnisse über viele, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Erkenntnisse, dass Licht auch etwas mehr sein muss als das, was wir sehen, selbst beim Regenbogen. Es gibt also unsichtbares Licht, Wellenlängen des Lichtes, was wir nicht ohne weiteres sehen können. Dafür gibt es wundervolle Beispiele und die haben Sie da draußen alle auch schon erfahren. Denn man kann immer sehr gerne in unseren Veranstaltungen, wenn hier Besucher vor Ort sind, fragen, was macht Ihnen denn einen Sonnenbrand? Wenn Sie im Hochsommer in der Sonne liegen und die Haut sich errötet, dann wissen Sie alle, ich brauche Sonnenmilch, Sonnenschutzfaktor UV50 zum Beispiel. Da ist eben das UV-Licht extrem, sodass wir also in dem Falle einen Sonnenbrand kriegen. Gehe ich zum Arzt, weil ich vermute, dass ich mir vielleicht meinen Knochen gebrochen habe beim kleinen Unfall, dann würde er eben diesen Körperteil röntgen. Auch das ist unsichtbares Licht oder eben in dem Falle Strahlung, wobei eben für uns beides das Gleiche ist, nur in unterschiedlichen Wellenlängen. Geht man noch einen Schritt weiter, also noch hochenergetischer, dann kommen wir zu der Gammastrahlung. Die werden wir nachher auch noch mal sehen. Also in den kurzen Wellenlängenbereichen haben wir UV und Röntgen und Gammastrahlung. Aber auch in den längeren Wellenlängenbereichen außerhalb des sichtbaren Lichts gibt es Beispiele, die Sie alle kennen. Der ein oder andere wird vielleicht jetzt seine Fernsehfernbedienung in der Hand haben. Dort wird der Fernseher eben mit infrarotem Licht gesteuert. Da sendet die Fernbedienung unsichtbares Licht aus. Der Fernseher empfängt das und wird dann lauter oder leiser oder das Programm wird umgeschaltet. Das müssen Sie jetzt nicht tun. Aber Sie verwenden hier eben ein Gerät, was mit unsichtbarem Licht arbeitet. Würden wir das sehen und einige Tiere können sowas eben sehen, dann wäre wahrscheinlich Ihr Wohnzimmer auch voller Lichtstrahlen, immer wenn Sie die Fernbedienung in die Hand nehmen. Für uns Menschen also recht gut, dass wir es nicht sehen können. Auch die Mikrowelle verwendet Licht. Wenn Sie jetzt natürlich glauben, Sie schauen in die Mikrowelle und es ist das Licht, was Sie dort anmachen, dann ist dem nicht so, denn da ist eine Glühbirne eingebaut, die eben sichtbares Licht aussendet, damit Sie auch sehen, was in der Mikrowelle passiert. Die Mikrowellenstrahlen können Sie in dem Falle nicht sehen. Die sind aber eben so langwellig, dass sie aus der Tür, aus dem Glas eben nicht herauskommen. Das verhindern die vielen kleinen Punkte auf dem Glas. Und gehen wir noch einen Schritt weiter, das kennen vielleicht die Jüngeren unter Ihnen nicht mehr, dann haben wir früher natürlich unser Radio ausgepackt, haben die Antenne rausgezogen, haben die noch ein bisschen nachjustiert und haben damit natürlich den Signale im Radiobereich aufgefangen, konnten Musik hören oder auch Sprache.
Aber auch das ist eben eine Form von Licht oder eben Strahlung und gehört mit dazu. Sie sehen also 6 Beispiele für unsichtbares Licht. Es gibt tatsächlich mehr unsichtbare Strahlung als sichtbares Licht. Und das alles kann man eben benutzen, um das Universum besser zu untersuchen. In dem sichtbaren Licht, in dem Spektrum, steckt aber noch ein bisschen mehr drin als nur die Farben, die ja die Wellenlängen repräsentieren, sondern ein Herr Fraunhofer und ein Herr Kirchhoff haben festgestellt, dass auch in dem sichtbaren Licht noch zusätzliche Informationen drin stecken. Denn tatsächlich ist es so, dass wir dort einige Linien entdeckt haben, die uns das Universum noch mal besser erklären können. Diese Linien, diese Fraunhofer'schen Linien, die sind ganz wichtig. Auf die komme ich gleich noch mal. Die wurden untersucht und jetzt kommt etwas, was sehr spannend ist, denn plötzlich verkoppelt sich die Wissenschaft der Akustik mit der Wissenschaft der Astronomie. Es gibt nämlich in der Akustik einen Effekt, der wurde gemessen von einem Herrn Doppler, deswegen heißt er auch Doppler-Effekt, der uns astronomisch plötzlich ganz, ganz viele Erkenntnisse über das Universum hat gewinnen lassen. Diesen Doppler-Effekt kennen Sie da draußen auch alle. Ich spiele ihn mal ab, wir haben ihn extra mitgebracht. Denn eben hatte ich die Beispiele, dass Licht ja eine Wellenlänge ist, also eine Welle repräsentiert. Der Dualismus von Licht, Teilchen oder Welle, der existiert, den kennen Sie vielleicht noch aus dem Physikunterricht, aber auch Akustik, also ein Sound, ein Geräusch, ist ja nichts anderes als eine Welle, eine Schallwelle in dem Fall. Und diese Schallwelle unterliegt einigen physikalischen Gegebenheiten. Der Doppler-Effekt zeigt es uns. Denn bewegt sich ein Objekt, wie der Krankenwagen gerade, sehr schnell auf uns zu, werden diese Wellen zusammengestaucht. Der Ton wird höher. Fährt dieser Krankenwagen an uns vorbei, dann gibt es erst so ein kleines Leiern und dann werden die Wellen eben von dem Signal gedehnt und der Ton wird tiefer. Das ist der sogenannte Doppler-Effekt. Ich spiele das Beispiel nochmal vor. Der ist ziemlich eingängig, weil den kann man auch im Alltag erleben, draußen am Straßenrand. Bei jedem Formel-1-Rennen ist sowas erlebbar, wenn dann der Formel-1-Wagen am Kameramann vorbeifährt oder in dem Falle am Tonmann vorbeifährt. Also den kennen wir tatsächlich. Koppelt man jetzt aber diesen akustischen Effekt aus der einen Wissenschaft mit der Astronomie, dann erschließen sich uns plötzlich ganz viele Kenntnisse. Denn Sie wissen alle, das Universum dreht und bewegt sich. Nichts steht still da draußen. Und hier konnten wir plötzlich mit den Fraunhofer-Linien feststellen, dass bei einigen Sternen diese Linien ins Blaue verschoben sind. Mit dem Doppler-Effekt heißt das nichts anderes, als dass der Stern auf uns zufliegt. Sind diese Linien ins Rote verschoben, dann entfernt sich der Stern von uns. Allein mit dieser Erkenntnis können wir also unsere nähere Umgebung untersuchen und können deutlich feststellen, ob denn die Sterne, die wir da draußen sehen, sich auf uns zubewegen oder von uns weg. Und das gilt eben nicht nur für Sterne, sondern für ganze Galaxien gilt das auch. Und mit dieser Untersuchung haben wir auch festgestellt, dass der Raum, das Universum expandiert. Denn schauen wir uns jetzt ganz viele weit entfernte Galaxien an, stellen wir plötzlich fest, dass die meisten von ihnen verschoben sind, sich von uns wegbewegen und eben dadurch die Expansion auch darstellen des Universums. Sie sehen also, wir können mittels einiger unterschiedliche Erkenntnisse aus ganz unterschiedlichen Wissensgebieten plötzlich das Universum um uns herum viel, viel besser untersuchen. Und das tun wir jetzt seit vielen Jahren schon, indem wir
uns zum Beispiel den Himmel in unterschiedlichen Wellenlängen anschauen. Werfen wir einen Blick auf unsere wundervolle Milchstraße, das Band, was sich über den Himmel zieht, wenn wir an einem sehr, sehr dunklen Ort nach oben schauen, zum Beispiel im Sternpark Westhaveland stehen und nach oben blicken, dann können wir das Licht im sichtbaren Bereich natürlich sehen. All das, was eben unsere Augen, unser Gehirn auch interpretieren kann. Viele, viele Sterne, das Milchstraßenband geformt durch viele Milliarden Sterne, die eben so dicht beieinander stehen, dass wir sie nur noch als milchiges Band wahrnehmen und nicht mehr als einzelne Punkte. Und die vielen Staubstrukturen in der Milchstraße. Diese schwarzen Strukturen, die sich da durchziehen, das ist ganz viel Staub. Dort können wir mit unseren Augen oder mit großen Fernrohren, mit großen Teleskopen einfach gar nicht durchschauen. Wir können aber eben mit dem Licht spielen. Zum Beispiel könnten wir mit dem Licht spielen, indem wir sagen, wir nehmen aus unserem Spektrum jetzt eine ganz spezielle Farbe, einen ganz speziellen Bereich heraus und untersuchen die Milchstraße, so wie wir sie gerade sehen, einfach in diesem speziellen sichtbaren Bereich. Wir filtern also alle anderen Farben weg, grün und blau und gelb und alles, was da drin vorkommt, und lassen jetzt nur noch rot übrig. Und weil wir Astronomen das so sehr gerne tun, nehmen wir nicht den ganzen Wellenlängenbereich von Rot, sondern hier in dem Falle sogar nur den H-Alpha-Bereich. H-Alpha ist also ein ganz enger Bereich der sichtbaren Wellenlänge für die Spezialisten unter Ihnen. Dieser Bereich liegt bei 656 Nanometern und nur das Licht lassen wir in das Teleskop, also in dem Falle in unser Auge fallen und sehen doch plötzlich, dass die Strukturen um die Milchstraße herum und die Milchstraße selber ganz, ganz anders sich darstellen. Wir können also viel mehr aus diesen Erkenntnissen ziehen, wenn wir auch nicht das ganze sichtbare Licht mixen lassen, sondern ganz spezielle Bereiche herausnehmen. Oder wir untersuchen dieselbe Stelle einfach in einer anderen Wellenlänge, zum Beispiel im Röntgenbereich. Und können plötzlich Sterne entdecken auch, die im Vorfeld natürlich verdeckt waren. Die uns also mehr Erkenntnisse darüber liefern können, wie sieht es im Zentrum unserer Galaxie aus? Wie sieht es in diesem Band der Milchstraße aus? Nach Röntgen gab es natürlich auch den sogenannten Gamma-Bereich, also hochenergetische Strahlung, die von unserer Milchstraße eben denn auf die Erde gesandt wird. Und hier ist das ganz große Problem. Röntgen- und Gammastrahlung möchten wir natürlich auf der Erdoberfläche nicht haben. Sie wissen alle, wenn Ihr Arm geröntgt wird, dann zieht man sich so eine wundervolle Bleischürze an. Diese Art der Strahlung ist für uns Menschen nicht so ganz gesund. Deshalb haben wir ja glücklicherweise eine Atmosphäre um uns herum, die auch diese Strahlung blockt. Das Problem ist, wenn wir die Milchstraße in dieser Strahlung untersuchen wollen, dann müssen wir Teleskope hinaus in den Weltraum schießen. Und dort draußen gibt es eine ganze Reihe an Röntgen- und Gamma-Teleskopen, Weltraumteleskope, die eben dann unsere Umgebung auch in diesem Bereich abscannen können und uns dadurch mehr Erkenntnisse liefern können. Gehen wir in den Bereich der längeren Wellenlängen, dann können wir unseren Himmel natürlich auch im infraroten Bereich untersuchen. Im infraroten Bereich sehen Sie schon, hier wird es wesentlich klarer, wenn wir auch in das Zentrum der Milchstraße schauen. Wir haben also die Möglichkeit, hier auch wesentlich mehr von den Sternzusammenballungen zu sehen und das natürlich dann auch zu vermessen. Denken Sie auch dran, wir koppeln natürlich diese Erkenntnisse, wie zum Beispiel mit dem Doppler-Effekt, und haben denn darüber auch die Möglichkeiten, eben Bewegungen, Vermessungen der Milchstraße durchzuführen. Das alles zusammen, eben immer wieder in unterschiedlichen Wellenlängen dargestellt, zeigt uns, wie das Gesamtbild des Universums ringsherum ausschaut. Manche Wellenlängenbereiche
bringen natürlich dann auch wundervolle Bilder eben und stellen sie uns zur Verfügung hier bei diesen Bildern. Infrarot kann ich ja nicht sehen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere gerade, warum können wir ein Infrarotbild hier präsentieren. Natürlich verschieben wir diese Messergebnisse, es ist ja eine Messung, die wir durchführen, verschieben wir diese Messergebnisse wieder in den sichtbaren Bereich und haben dadurch die Möglichkeit, hier das auch sichtbar zu machen. Genauso wie wir ja auch Töne hörbar machen können, wenn wir zum Beispiel Fledermäuse untersuchen und dort diesen Infraschall denn in den hörbaren Bereich verschieben können. Das hilft uns eben in der Astronomie doch wesentlich besser, diese Untersuchung von den unterschiedlichen Gebieten darzustellen. Gehen wir noch einmal auf eine andere Darstellung, nämlich im Mikrowellenbereich. Dann sehen Sie, was auch ringsherum um die Milchstraße eigentlich los ist, was man sonst durch die Betrachtung des Bandes der Milchstraße natürlich gar nicht so ohne weiteres sieht. Und Mikrowellenstrahlung zeigt uns eben ringsherum, was dort passiert. Ein Schritt weiter, da wären wir dann in der Radiostrahlung unterwegs, also in einem sehr langwelligen Bereich. Hier bei 408 Megahertz sind wir schon unterwegs und sehen eben, dass wir hier dann kaum noch Sterne sehen, sondern wirklich auch den Bereich ringsherum, die Radiosignale unserer Milchstraße eben dann erfassen. Und diese Radiosignale oder die anderen Wellenlängen auch, die zeigen uns eben sehr deutlich, dass um uns herum extrem viel mehr existiert, als wir sehen. Sie wissen alle, wenn Sie aus Berlin oder aus anderen Großstädten in den Himmel schauen, dann können Sie im sichtbaren Bereich vielleicht gerade so noch 300 bis 400 Sterne sehen. Hier ist mal dargestellt, wie weit sich die Milchstraße eigentlich über den Himmel zieht, wie weit die Strukturen unserer Heimatgalaxie denn den Himmel, den wir von der Erde aus entdecken, beobachten können. Hier also einmal eine Gesamtdarstellung im Radiobereich. Und diese Art der Untersuchung, die führen wir natürlich nicht nur eben in diesen großen Strukturen unserer Milchstraße durch, sondern hier untersuchen wir auch die ganz kleinen Strukturen. Und vor allem jetzt am Winterhimmel gibt es dafür natürlich ein wundervolles Beispiel. Der ein oder andere, der unsere Livestreams hier betrachtet, in den letzten Wochen haben wir immer wieder den Blick in den Winterhimmel geworfen. Da entdecken wir den Himmelsjäger Orion. Und rechts oberhalb von Orion befindet sich das Sternbild Stier. Der Stier mit dem roten Augenstern Aldebaran und den Plejaden in dem Schulterbereich, den haben wir Ihnen schon häufig vorgestellt. Aber es gibt hier auch eine Struktur, einen ganz berühmten Nebel, den wir dort untersuchen können. Eigentlich ist es ein Supernova-Überrest. M1 oder auch der Krebsnebel benannt, eben neben dem linken Horn vom Stier. Und auch hier können wir einfach mal in den Krebsnebel hineinschauen. Untersucht man diesen Krebsnebel in unterschiedlichen Wellenlängen, dann gewinnen wir natürlich die Erkenntnisse, was passiert eigentlich bei einer der größten Ereignisse im Universum, wenn ein sehr, sehr großer Stern eben explodiert und dort die Elemente nach draußen treibt. Das sind ja die Elemente, aus denen wir alle bestehen, die dort natürlich denn hier in fast einem statisch anmutenden Zustand eben trotzdem mit 1500 Kilometern pro Sekunde nach außen getrieben werden. Er ist nur so weit weg von uns, dass wir diese Bewegung kaum nachweisen können. Erst in der heutigen Zeit entstehen so die ersten Videos, also die ersten Langzeitaufnahmen, wo wir seit 60 Jahren Bilder dann aneinander reihen und dort lässt sich die Bewegung tatsächlich auch bildlich darstellen. Aber es ist eben eine Untersuchung des Nebels, die nur im sichtbaren Bereich gar nicht zu den vielen Erkenntnissen führen würde, sondern hier kombinieren wir meistens unterschiedliche Wellenlängenbereiche und haben dadurch die Möglichkeit, eben viel mehr Strukturen dort zu sehen. Wir wissen, dass hier ein Überrest übrig blieb. Nach so einer Supernova-Explosion
ist ja der zentrale Stern, der dort explodiert ist, nicht einfach weg. Diesen können wir aber tatsächlich nicht sehen. Er befindet sich im Zentrum des Nebels. Der ist im sichtbaren Bereich nicht zu entdecken, weil die Filamente ja nicht nur rechts und links und oben und unten wegfliegen, sondern im Raum sich überall hin verteilen. Wir brauchen also eine andere Möglichkeit, eben diesen Überrest zu beobachten. Und dazu nutzen wir zum Beispiel Röntgenstrahlung. Wir können also mit speziellen Fernrohren, die diese Strahlung auffangen können, den Überrest einer solchen Supernova-Explosion entdecken. Und der Überrest beim Krebsnebel ist ein sogenannter Pulsar, also ein Überrest eines Sternes, der sich unheimlich schnell um seine eigene Achse dreht, sehr, sehr klein geworden ist, also sehr viel Masse an einem ganz kleinen Ort vorhanden ist. Das kann man sich kaum vorstellen, wie viel 100.000 Tonnen da wirklich denn auf einen Quadratmeter kommen. Und dieses schnelle Drehen konnten wir gerade in dem Bild schon sehen. Wir haben hier mal eine Animation eingeführt und benutzen dann in der Astronomie tatsächlich auch wieder eine Methodik, die wir vorhin schon mal kennengelernt haben. Denn bei dem Doppler-Effekt haben wir natürlich die Akustik verwendet, um uns das Universum besser erklären zu können. Bei solch schnell bewegten Objekten, der dreht sich halt wirklich wahnsinnig schnell, das ist hier um Faktoren langsamer gemacht, der dreht sich wahnsinnig schnell. Bei solchen Objekten kann man dann zum Beispiel auch diese Drehung hörbar machen. Denn jedes Mal, wenn er mit seiner Achse auf uns zeigt, dann blinkt er ein bisschen auf. Und wenn man das eben in den hörbaren Bereich verschiebt, dann klingt das sehr, sehr kurios. Ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt nicht dachte, es gibt eine Tonstörung, so ungefähr hört sich das an. Aber hier hört man tatsächlich mal die Bewegung eines Sternes. Sie sehen also, die Wissenschaften, die kombinieren sich miteinander, die koppeln sich miteinander, um die Erkenntnisse aus anderen Teilgebieten natürlich zu verwenden, um hier wesentlich ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge im Universum zu erlangen. Und die Astronomen sind tatsächlich denn so pfiffig, dass man sagen könnte, die Astronomie ist so eine übergeordnete Wissenschaft. Wir bedienen uns aus allen Bereichen, die physikalischen Erkenntnisse, auch die biologischen Erkenntnisse, da entstehen ja neue Gebiete, die Exobiologie, aber auch aus der Akustik heraus, weil uns eben nichts anderes zur Verfügung steht, als in das Universum zu schauen. Wir können dort zu diesem Pulsar nicht hinreisen und zum Beispiel uns mal anhören, wie er denn wirklich klingt. Im Weltall hört man ja nun eh nichts, da gibt es kein übertragenes Medium. Aber zum Abschluss kann ich natürlich auch gern den Pulsar auch noch mal kurz sprechen lassen, weil ich finde diesen Sound einfach fantastisch. Oh, da ist das zweite Mal der Sound nicht durchgekommen. Da stimmt was an der Wiederholung nicht, aber ist auch in Ordnung. Den können Sie sich gerne auch mal anhören, denn diese Ergebnisse, all das, was wir herausfinden, wird ja veröffentlicht von den Raumfahrtagenturen, von den wissenschaftlichen Institutionen und bei uns natürlich auch in unseren unterschiedlichen Livestreams. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir können durch Hinschauen das Universum untersuchen. Wir schaffen es mittlerweile, wirklich große Erkenntnisse dadurch zu erlangen, dass wir von unserem kleinen blauen Planeten tatsächlich das Universum betrachten und allein aus dieser Betrachtung heraus die großen Erkenntnisse im Endeffekt finden. Ich vergleiche es immer so sehr gern, weil ich möchte eigentlich nicht, dass das Gefühl entsteht, dass wir Menschen uns klein fühlen, sondern das, was wir mittlerweile herausgefunden haben, das, was wir Ihnen jeden Mittwoch um 18 Uhr hier präsentieren, all das
haben wir hier von unserer Erde mit einigen Teleskopen ein paar hundert Kilometer über dem Erdboden herausgefunden. Das ist so ähnlich, wie würde eine Ameise vor dem Zeiss Großplanetarium sitzen und verstehen, dass sie sich in einer 3,5 Millionen Einwohnerstadt befindet. So ungefähr stelle ich mir persönlich die Erkenntnisse vor, die wir als Menschheit gemeinsam eben schon über das Universum erlangt haben. Also es ist eine fantastische Leistung, eben allein durch Hinschauen, allein durch das Aufspalten von Licht, allein durch die Erkenntnis, es gibt mehr als das sichtbare Licht, eben das Universum zu betrachten. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer kleinen Reise über sichtbares und unsichtbares Licht angekommen. Es würde mich natürlich freuen, wenn Sie uns am Freitag wieder zuschalten. Da gibt es eine weitere Folge der Starry Night in Englisch, moderiert von meiner wundervollen Kollegin Anna Green. Und am nächsten Mittwoch um 18 Uhr gibt es natürlich auch wieder eine neue Folge von All at Home. Ich hatte es jetzt im Livestream schon erwähnt, da werden wir uns um Raumsonden, um die Raumfahrt kümmern, wie weit wir zum Beispiel schon mit einer Raumsonde von unserer Erde entfernt sind und was eben diese Raumsonden herausfinden sollen, was sind die Ziele und was haben wir hier schon geschafft. Auch da wieder ein wundervoll spannendes Thema. Mir bleibt noch Ihnen einen wundervollen Abend zu wünschen. Bleiben Sie bitte gesund, schalten Sie wieder ein, denken Sie daran, einen Daumen nach oben zu geben oder unseren Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns hier in den nächsten Tagen und Wochen wieder auf unserem Kanal der Stiftung Planetarium Berlin. Vielen Dank fürs Zuschauen.